Sachen, die monatelang in der Ecke lagen, das Buch, das eben noch total doof und langweilig war, oder aber auch der Schoß der Mutter. Das sind Dinge, die plötzlich wieder interessant werden, wenn nämlich Bruder oder Schwester sich auch dafür interessieren. Und um Geschwisterstreit geht es auch heute bei Ovia TV. Geschwister streiten, das weiß jeder, der mehr als ein Kind hat. So auch Melanie. Hallo. Hallo. Deine Tochter Sarah ist 6 Jahre alt, dein Sohn Philipp ist 4 Jahre alt. Wann geraten denn die beiden aneinander? Am meisten geraten sie aneinander, wenn Oma und Opa, Verwandtschaft oder sonst irgendwelche Freunde von uns da sind, weil sie dann um die Aufmerksamkeit desjenigen buhlen. Mhm. Man sagt ja auch so schön, wenn Publikum da ist. Ja. Wenn die selber Besuch haben, was natürlich meistens bei Sarah ist, weil sie ja älter ist, und Philipp nicht mitspielen darf, obwohl er gerne würde. Oder auch wenn ihn langweilig ist einfach nur. Das sind so die typischen Situationen. Ja. Und wirst du auch oft mit einbezogen? Ich werde in dem Sinne mit einbezogen, dass ich mich gerne auf eine Seite stellen sollte, was ich dann aber meistens versuche zu vermeiden, weil von beiden Seiten dann kommt, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Also. Und was versuchst du dann zu machen oder was machst du, wenn die sich streiten? Kommt voll auf die Situation drauf an, also ob es jetzt auch mehr abends mit Müdigkeit zusammenhängt oder mittags ist. Wenn es abends ist, versuche ich das gar nicht alles so ernst zu nehmen. Dann versuche ich das so im Sande verlaufen zu lassen, die auch abzulenken. Ins Bett zu stecken. So ungefähr. Okay. Und mit der Zeit habe ich gelernt, mir auch erstmal beide Seiten anzuhören, also nicht sofort auch Partei zu ergreifen. Und dann gegebenenfalls strafen oder das Spielzeug, um was es ging, ganz aus dem Verkehr zu ziehen oder dem einen halt wirklich auch mal Recht zu geben und dem anderen Unrecht. Und weißt du immer, wie du reagieren solltest? Nö, absolut nicht immer. Dankeschön, Melanie. Bitte. So wie Melanie geht es wahrscheinlich auch vielen von euch, denn viele Eltern wissen oft nicht, wie sie mit dem Streit der Kinder umgehen sollen. Deshalb haben wir heute uns noch eine Elternberaterin dazugeladen. Gita Lipphaus-Kubik hat sich schon im Vorfeld ein bisschen mit Melanie unterhalten. Hallo Gita. Hallo. Was denkst du, wie könnte Melanie denn noch reagieren? Also im Prinzip, was Melanie mir erzählt hat, macht sie das schon ganz richtig. Ich denke, dass sie auch einfach ein Verständnis hat, wo sie auch selber sagt, Streit gehört dazu. Streit ist was, womit Kinder groß werden, wo die auch wachsen und lernen können. Soweit sie mir erzählt hat, gelingt es ihr auch ganz gut, sich meistens rauszuhalten oder wenn sie interveniert, relativ unparteiisch zu sein. Das heißt, gibt es denn auch allgemeine Tipps? Also raushalten ist bestimmt nicht das Einzige, oder? Nein, es ist nicht das Einzigste. Generell, wenn es möglich ist, ist es aber erstmal ratsam oder zumindest erstmal mit Abstand drauf gucken, um zu gucken, woran liegt es. Wie auch Melanie das erwähnt hat, manchmal sind die Kinder einfach müde. Ja, es ist spät abends. Dann macht es wenig Sinn, jetzt in diesen Streit reinzugehen, sondern dann sollte man eher sehen, dass diese Situation, die den Streit verursacht, Müdigkeit, Hunger, was immer es ist, dass man da erstmal Abhilfe schafft. Ansonsten, es gibt viele Streitsituationen, die können Kinder durchaus selber regeln, wenn man sie lässt. Natürlich hat das seine Grenzen. Wo sind die so? Also ich würde sagen, intervenieren sollte man immer natürlich als allererstes, wenn Gewalt im Spiel ist. Mhm. Also einfach, damit auch schon kleine Kinder lernen, Gewalt ist keine Lösung. Mhm. Selbst wenn man im momentanen Streit damit einen Konflikt unterdrückt, ist es immer so, dass Gewalt gegen Gewalt erzeugen wird. Mhm. Und wenn sich derjenige dann wiederum einen Schwächeren sucht. Also wenn Gewalt im Spiel ist, denke ich, da ist wirklich Eingreifen der Eltern unbedingt erforderlich. Mhm. Dann würde ich immer eingreifen, wenn es ein sehr unausgewogenes Kräfteverhältnis ist. Also wenn ein Kind wirklich unterlegen ist. Und viel jünger ist. Viel jünger ist, sowohl kräftemäßig, auch, aber auch wie es sich verbal wehren kann. Philipp, gehst du aus meiner Höhle raus? Dann spiele ich mit dir. Huschel. Nein. Raus! Mama hat gesagt, jetzt darfst du nicht mehr in meine Höhle. Also ich denke, Streit, wie Melanie auch gehört hat, gehört in jedes Kinderzimmer, gehört in jedes Familienleben dazu, gehört in jede menschliche Beziehung. Es kommt darauf an, dass man den Kindern vorlebt, wie geht man mit dem Streit um. Mhm. Und da brauchen, denke ich, jüngere Kinder Unterstützung der Eltern, indem man zum Beispiel versucht, zu verbalisieren. Mhm. Also die Sachen, die ja häufig mit Gewalt dann gelöst werden, im Kinderzimmer anzusprechen. Also was ist jetzt mit mir? Bin ich wütend? Bin ich traurig? Bin ich ärgerlich?
Fühle ich mich verletzt? Fühle ich mich nicht beachtet? Mhm. Und dann als zweiten Schritt auch, was ist mit meinem Streitpartner? Warum reagiert er so? Ist er traurig? Ist er verletzt? Und wenn man das erstmal erarbeitet hat, ist der Streit eigentlich schon auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Und es gelingt viel leichter, dann einen Kompromiss zu finden. Das heißt, die Eltern so ein bisschen als Coach, Streitcoach der Kinder? Ja. Mhm. Und gibt es auch Regeln, die man aufstellen sollte? Ja, also wie gesagt, Regel Nummer 1, keine Gewalt. Regel Nummer 2, denke ich, dass jeder vielleicht gleich viel Sprechzeit bekommt. Also, dass man beide Seiten anhört, sage ich mal so, wie vor Gericht. Dass man beide Positionen klärt. Ja, also auch wirklich guckt, was möchten beide. Und dass man wirklich versucht, einen Kompromiss zu finden. Jetzt sagen wir mal ganz konkret, es geht jetzt um eine Spielsache, die plötzlich beide haben wollen. Was macht man da? Ja, klar, das ist jetzt natürlich, ich denke, die Positionen sind klar, beide wollen die einfach haben. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Man könnte, ein Kind spielt erst damit, das andere später. Vielleicht kann man zusammenspielen im Idealfall. Wenn es gar nicht geht, dann sagen, okay, dann bringen wir halt dieses Spielzeug erstmal weg. Mhm. Ja? Aber da zu gucken, was ist jetzt, meistens die letzte Möglichkeit wollen meistens beide Kinder nicht. Ja? Also dann, der Idealweg wäre natürlich, sie könnten sich einigen, aber sonst halt einfach ein Bedürfnis verschieben. Das ist ja auch was man durch Streit lernt. Warum streiten Kinder überhaupt, also Geschwister überhaupt so viel? Also ich denke, zum einen ist es ganz praktisch, die verbringen einfach sehr viel Zeit miteinander. Ja? Ein Zwei- und ein Dreijähriges teilen meistens ein Kinderzimmer zusammen und sind aus rein organisatorischen Gründen die meiste Zeit des Tages zusammen. Mhm. Ich denke, der zweite Grund ist, innerhalb der Familie, sowohl zwischen den Geschwistern als auch zwischen Eltern und Geschwistern, sind einfach so enge und liebevolle Bande, dass die auch sehr viel aushalten. Mhm. Und damit gibt die Familie und auch das Geschwisterteil einfach ein super Übungsfeld, um streiten zu lernen. Also um auch zu lernen, mich selber wahrzunehmen, meine Grenzen, meine Bedürfnisse, aber auch die des anderen und dann auch immer zu gucken, wie kann ich damit umgehen? Mhm. Wie kann ich einen Kompromiss finden? Wie kann ich überzeugen? Wie kann ich argumentieren? Aber auch, wie kann ich mal verlieren? Wie kann ich auch mal eine Niederlage für mich einstecken? Dankeschön, Gita Lipaus-Kubik. Das waren ja jede Menge Tipps, die wir da gehört haben. Streit gehört in jedem Fall dazu. Und vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch selbst ein bisschen, wenn ihr selbst Geschwister seid, an eure Kindheit. So richtig kann man sich jetzt nicht mehr an den Streit erinnern. Also kann es vielleicht auch gar nicht so schlimm gewesen sein. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.